kann dich ja nicht stehen lassen, sowas. Und nächster Versuch. Klack. Also ein bisschen Assassin's Creed-Style, was wir hier machen. Gut, ist an der Decke längs hangeln jetzt nicht, aber der Rest. Hallo? Oh, dann ist das. Ist versteckt. Was ist es denn? Oh, noch ein Teil eines Lebensteins, dann haben wir den nächsten voll. Das gefällt mir sehr. Haben wir schon 4 Stück? Das ist echt gut. Und dass man am Anfang, glaube ich, einen hat. Schon wieder ein Wohlgrenzposten? Wie viel gibt's denn von dem? Nehmen wir mal alle mit. Schnellreisenetz ein bisschen ausbauen. Ja, ja, sag ich ja, grüß Wohlgrenz, Schnauze. Das Ascheland. Das sind die erwähnten Würmer. Sind groß. Und sie sind ziemlich aggressiv. Aber die Zeit ist so langsam, von daher können wir hier sicheren Schrittes durchs Ascheland gehen. Ihr hört schon das Tickern im Hintergrund, wir sollten nie allzu viel Zeit lassen. Samael hat, was die Würmer betrifft, nicht untertrieben. Und der Stygian soll der große Böse sein. Noch größer, noch böser. Na super. Verpiss dich, Beobachter. Hau ab! Hau ab, hau ab! Ach, der kommt auch immer nur, um irgendeinen dummen Kommentar abzugeben. Ein bisschen Kleingeld, immer gern gesehen. Verderbte Engel, nicht so gerne gesehen. Chaosfresser Stufenaufstieg, sehr schön, gefällt mir. Damit dürfte Chaosfresser auf Stufe 3 von 4 sein. Ich gucke gleich nochmal. Nachdem wir diesen Engel hier halbiert haben. Jo, Chaosfresser Level 3 von 4. Unsere anderen Waffen noch nicht mal ansatzweise gelevelt. Wie sich das gehört. Irgendwas ist da gerade ziemlich pissig. Glaube ich. Fürchte ich. Hallo? Na, was seid denn ihr? Moment, da habe ich was Effektives gegen. Müssen noch mal die Pistole einem Slot zuweisen. So. Okay, das bringt nicht viel. So. Na, kommt her, meine Freunde. Ich will nur spielen. Komm zu mir runter, sonst kann ich nicht gegen dich kämpfen. Da irgendwas hinter? Kommt man da überhaupt hinter? Nö. Mann, ich spiele zu viele Rollenspiele. Ich suche schon Geheimnisse, wo gar keine sind. Da müssen wir rüber. Dort ist das zugehörige Chronomanch. Den wir jetzt aber noch nicht benutzen können. Das ist einer der Würmer, da gerade in seiner ganzen Pracht. Wir werden auch noch auf das ein oder andere Exemplar von denen treffen und uns sogar mit einigen etwas, näher auseinandersetzen, könnte man sagen. Bin ich hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Gibt auf jeden Fall eine Kiste, also bin ich hier auf jeden Fall richtig.
So, erstmal hier hin und dann hier hin. Was machst du denn da, Krieg? Das geht doch so nicht. Huch. Nächster Versuch. Ja, wahrscheinlich hat er noch den Rotor da als im Weg gewertet. Und konnte er deshalb nicht hochspringen. Solche Kletterpartien müssen wir nachher auch noch machen und dann sind die Rotoren an. Dann wird's lustig. Das war jetzt nicht allzu schwer. Kann ich die auch damit aktivieren? Nein, okay. Da. Schneller Krieg. Dishwar-Knopf. Dishwar-Zu-Knopf. Für meinen Geschmack. Und da kommt das Empfangskomitee. Hallo Freunde. Hallo Wurm. Wurmi. Aha. Den haben wir, glaube ich, gerade indirekt den Würmern zum Gras vorgeworfen. Weil der wird von da nicht mehr lebend wieder hier hochkommen. Hallo. Hi. Ich wette, mindestens 50% der Zuschauer haben sich an dieser Stelle erschreckt. Mich eingeschlossen. Ich habe das Spiel zwar schon mehrfach gespielt, aber den habe ich irgendwie schon wieder vergessen gehabt. Diese komischen Apparaturen, die sich da drehen, sind übrigens Bohrköpfe. Die bohren hier nach irgendwas, die Dämonen. Nach was, weiß ich aber nicht. Und ich weiß auch nicht, ob wir das erfahren. Klack. Ah, dammit. Fehler gemacht. Pornomant. Ist hier nicht, okay. Denkfehler gemacht. Also erstmal hier hoch. Genau so war das. Boah, FPS-Einbrüche. Schlechter Zeitpunkt. Ja, wir kriegen davon Schaden, aber der Gegner nicht. Super. Bei dem, was ich gleich machen muss, kann ich nämlich keine FPS-Einbrüche gebrauchen. So, krieg das los. Das los, mein Freund. Es ist gut. Den Durchgang können wir vergessen. Ihr seht schon, worum es geht. Schneller Krieg, schneller! Es geht um Leben und Tod, wortwörtlich. Hi. Ach gut, ich kann meine Zeitlupe auch noch töten. Guck dir das mal an. Zeitlupenkill, wortwörtlich. Stehen die auf den Zäunen? Kommen wir auf den Boden der Tatsachen, Freunde. So, wo sind wir hier?
Okay, hier gibt es aber erstmal nichts, glaube ich. Bis jetzt müsste hier kein weiterkommen. Okay, dann erstmal darüber. Friss das, Kollege. Und das. Als ob ihr mich aufhalten könntet. Heldenhaft schreiten sie uns entgegen. Und wenn er so von der Maschine zerhackt. So. Warum nicht? Können wir schon mal aktivieren. Ich dachte, wir hätten keine Gegner mehr hier, aber die haben sich versteckt. Und einmal in der Mitte durch. Oh, wie viele sind denn das? Meine Güte. Ich will nur den Wurm töten. So, jetzt. Juhu! Dann kann er einfach loslassen, fliegt statt runter zu rutschen. Ach ja, ich weiß, was wir machen müssen. So, wo ist der Chronomant jetzt? Chrono! Hopp, das war ein Fehler, Moment. Brauchen den nämlich hier. Ihr könnt euch schon denken, worauf es hinausläuft. Das ist eine von den Explosiven. So, der Weg ist frei. Jetzt brauchen wir den Chronomant, glaube ich, hier unten. Einmal abwärts, Freundchen. Selbiges gilt für uns. Und das gleiche Spiel wie eben. Erledigt. Und noch ein Stockwerk höher. Wieso rutscht der Kerl eigentlich immer runter? Ich will, dass er einfach nur runterfällt. Moment, ich wollte gerade sagen, ich habe aus dem Augenblick eine Kiste gesehen. Eine Lebensessenz, wow. Davon haben wir jetzt sogar schon drei Stück. Haben wir nicht sogar eine Zornessenz schon? Ja. So. Dies ist doch mal wunderbar. So, was müssen wir hier machen? Okay, der wird abwärts geschickt. Nur warum? Was gibt es dort unten für uns zu tun? Schon wieder? Naja, ist inzwischen Routine. Zeitlupenkill! Okay, nicht ganz. Das sah ja cool aus. Und dann nach ganz oben. Da können wir uns übrigens später noch rüberschwingen und ein Stück der Abgrundrüstung kriegen.
So, aktivieren wir erstmal das Hebelchen hier. Okay, wir müssen nach ganz unten. Kannst du ruhig loslassen, Krieg? Geht doch. Und ab ins Löchli. Plitsch! Oh, da unten ist was. Na komm, sammel ein. Geht sterben. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich hier bin, wie man an das Ding da rankommt. Weil der Weg dort scheint ja irgendwie rechter Hand abzuzweigen, also hier hin. Au, das Rätsel kenne ich. Das ist nicht schwer, aber es ist mega cool gemacht. Der Weg hier vielleicht? Ist da jetzt irgendwas frei geworden? Nee. Wo müssen wir denn mit dem Ding hin? Ah. Ah, ich habe eine Idee. Hier muss es auf jeden Fall hin. Ob uns das so diesen Geheimnisartefakt bringt, weiß ich aber nicht. Ah, wo geht's denn da hin? Ich weiß es einfach nicht. Kann man da irgendwo jetzt tauchen? Ist das irgendwie ein Geheimweg hier, den ich übersehen habe gerade? Seht ihr hier irgendwas? Wofür ich einfach nur zu blind bin? Ich sehe hier einfach nichts. Keine versteckte Höhle unter Wasser oder sowas? Hier ist nichts. Da ist das Ding, das ist das seltenste Artefakt, das wir im Spiel finden können. Hm, was sagt denn der Kart? Wahrscheinlich von außerhalb, guck mal. Okay. Habt ihr es gerade gesehen? Da ist so ein U-förmiger, dem Mauscursor folgend, hier ist so ein U-förmiger Bereich. Da kommt man wahrscheinlich von außerhalb rein. Das können wir hier gar nicht kriegen. Na gut, dann machen wir hier mal weiter. Kann ich mich hier dran hängen? Ja. Die Frage ist gerade nur, warum soll ich das tun? Kann ich? Kann ich. Okay, Frage ist beantwortet. Chronosphäre. Ah, wenn wir gar nicht einsetzen brauchen. Warten. Hä? Okay. Müssen wir nicht eigentlich explodieren? Ah, ich glaube, ich weiß es.